So, was willst du? Nachos, Zuckerstangen, Milchriegel, Popcorn und ein Slushy. Was hast du denn vor? Willst du bei uns die Kloschüssel sprengen? Nur zwei, bitte. Okay, Popcorn und Milchriegel. Gut. Ein großes Popcorn. Okay. Aber ein Slushy will ich auch, sonst bleibt mir das Popcorn im Hals stecken. Na schön. Und ich will bitte Nacho-Käse aufs Popcorn. Dabei fällt mir ein, ich habe heute Abend ein Date. Dabei fällt dir das ein? Ja. Und ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Der nächste. Moment. Ein großes Popcorn mit Käse. Ein großes Slushy und eine Jumbo-Schachtel Milchriegel. Willst du auch? Was geht auf mich? Ich will nur essen, was auf dem Hemd des Jungen landet. Du wirst verhungern. Das war's. So, was ist mit deinem Date? Tja, sie hat Besuch von einer Freundin, die weiter weg wohnt. Ich sagte, in Ordnung, zwei sind ein Paar, drei sind ein Sandwich. Aber aus irgendeinem Grund besteht sie darauf, dass die Freundin ihr eigenes Date hat. Und da fragst du mich? Ja. Wir zwei machen einen drauf mit ein paar heißen Chicks. Oh Gott, vergiss es. Jetzt sei nicht albern, wir haben noch nie ein Doppel gemacht. Das ist kein Unglück, Alan. Komm schon, bitte, 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 bitte. Gut, spar dir das Betteln für dein Date auf. Ich bettel nie. Ich winsel. Oh, dann brauche ich einen Babysitter für Jake. Mir wird schon nichts passieren, ich will keinen Babysitter. Wer redet von dir? Ich habe Angst um mein Haus. 24,50. Oh, wow, okay. Oh nein, sowas. Was ist denn? Bin ich doch ohne Geldbörse aus dem Haus gegangen. Glaubst du das? Das glaube ich dir aufs Wort. 24,50 bitte. Moment, jetzt weiß ich, was passiert ist. Nur weil du gefahren bist, habe ich meine Geldbörse nicht eingesteckt. Ich bin doch eigentlich nur gefahren, weil du gesagt hast, dein Tank wäre fast leer. 24,50 bitte. Augenblick noch. Du wolltest doch die Parkgebühren übernehmen, was du jetzt nicht kannst, weil du dein Geld vergessen hast. Dann bezahle ich eben nächstes Mal. Mach nicht so einen Aufstand. Letztes Mal hast du das auch gesagt. Ja, aber diesmal habe ich mein Geld vergessen. 24,50 bitte. Dann bezahle eben ich. Oh, dann bitte noch einen Bagel Dog. Das macht dann genau 30. Okay, Onkel Charlie und ich fahren jetzt los. Bis dann. Ich vertraue darauf, dass du vernünftig bist und zeitig ins Bett gehst. Okay. Das ist ein echter Wendepunkt für dich. Du passt auf dich selbst auf. Du wirst ein Mann. Du auch. Mann, wie ich dich vom Krankenhaus nach Hause gebracht habe, kommt mir vor wie gestern. Du warst wie ein schrumpeliges Schweinchen mit Koliken. Gehst du jetzt oder nicht? Bist du fertig? Gleich. Leb wohl, mein Sohn. Dad, spar dir das für dein Date auf. Brenn das Haus nicht ab und wenn doch, verschwinde, bevor ich wiederkomme. Weiß ja, dass er den billigen Scotch trinken soll und nicht den Single Malt. Sehr witzig. Finde ich nicht. Er mixt ihn wahrscheinlich mit Pfirsichlikör. Oh Gott, bin ich satt. Ich bekomme heute garantiert nichts mehr in meinen Mund. Ich hoffe, das ist nur eine Redewendung. Das finde ich ja wundervoll, das Restaurant hier. So was gibt's bei uns zu Hause überhaupt nicht. Was? Es gibt in Idaho keine netten Restaurants? Doch schon, wir haben eine süße Pommesbude und einen Pizzaservice. Aber zugegeben, Filmstars wie hier siehst du da nie. Ach, Nina, das sind doch auch nur Menschen wie wir. Und abgesehen davon würde ich David Hasselhoff nicht als Filmstar bezeichnen. Oh, ich find's jedenfalls sehr aufregend. Und weil ich nur für ein Wochenende in der Stadt bin, sollten wir heute die Sau rauslassen, ja? Ist es zu spät für einen Partnertausch? Oh, ich bin dabei. Machst du Witze? Wir können doch wieder zurücktauschen. Alan, ich glaube, wir sollten zahlen. Einverstanden. Die Rechnung bitte. Komm gleich wieder. Halt, halt, halt. Wo willst du denn hin? Für kleine Jungs. Ja, ja, für kleine Pfennigfuchse hast du wohl sagen wollen. Wie war das, Charlie? Nichts, entschuldigt mich. Bei uns zu Hause nennen wir es Kackbalken. Brrrr.
Ich dachte, du musst mal pinkeln. Muss ich auch, tue ich auch, mache ich auch. Nette Mädels. Ja, sind umwerfend. Mhm. Es hilft kein Schütteln und kein Klopfen ins Hemd, geht doch der letzte Tropfen. Bis wohin reichen denn deine Hemden? Was machst du da? Was glaubst du denn? Oh, nicht zu fassen. Das kann eine Weile dauern, Charlie. Na schön. Das Spiel kann ich auch. Was machst du denn? Was glaubst du denn? Okay. Hey, Alan. Ja? Das kann eine Weile dauern. Jennifer. In der Hütte des Gärtners. Sie sucht nach Corey. Okay. Du bleibst hier. Ich gehe sie suchen. Nein, ich gehe mit. Ihr werdet doch wohl nicht in die Hütte des Gärtners gehen. Corey? Bist du hier drin? Nein, du Idiotin. Corey ist vor einer Stunde abgeschlachtet worden. Corey? Mann, wäre ich doch lieber ins Bett gegangen. Hat jede psychologische Fachrichtung eine andere Meinung. Also hat dein Daddy erlaubt, heute allein zu bleiben? Wieso nicht? Ich bin alt genug. Ich brauche keinen Babysitter. Na schön, dann lasse ich dich jetzt allein mit deinem Film. Warte, du musst doch nicht gehen. Willst du was essen? Gern, warum nicht? Also, was muss ich wissen? Im Grunde nur eins. Wenn ein Typ nur ein halbes Gesicht hat, geh ihm aus dem Weg. Bist du noch da, Charlie? Ich hab doch gesagt, das kann eine Weile dauern. Tja, ich glaube, der Zug will noch ein bisschen im Bahnhof bleiben. Du weißt doch, es heißt, lieber auf dem Klo sein und nicht müssen, als müssen und nicht auf dem Klo sein. Wirklich? Woher hast du das? Keine Ahnung, alte Volksweisheit. Die Flüssigseife wäre eine gute Idee für zu Hause. Kann schon sein. Wäre doch sinnvoll, wenn man bedenkt, dass man die Bakterien beim Waschen mit einem Stück Seife an den nächsten weitergibt. Mit Flüssigseife passiert das nicht. Oh. Gute Idee. Ich lasse Bertha welche besorgen. Sehr gut. Gut. Bertha!
Da ist zum Schießen. Ja, sie ist ein Brüller. Ist sehr gut gegen Handpilz. Noch eine gute Idee für zu Hause. Oh, oh. Fang ja nicht schon wieder an. Wo sind Sie hin? Die Ladies sind vor 20 Minuten gegangen. Was? Wieso denn? Sie sagten sowas wie, das Leben sei zu kurz. Bist du zufrieden? Gut, geben Sie mir die Rechnung, die wir beide uns teilen. Nicht nötig. Mr. David Hasselhoff hat bezahlt, bevor er mit den Ladies ging. Sie werden wohl herausfinden wollen, wie groß er wirklich ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Weißt du was? Wir hatten ein gratis Essen. Mann, College-Studenten müssen ganz schön dumm sein. Ja, wenn man nicht mit einer Schere rennen darf, dann schon gar nicht mit einer Heckenschere. Unfassbar! Ich habe eine sichere Nummer sausen lassen, weil ich mir neben dir auf dem Klo anhören musste, wie du dir keinen abdrücken konntest. Du willst mir also vorwerfen, dass ich mal musste? Du musstest doch gar nicht. Du wolltest mich mit der Rechnung sitzen lassen. Oh, verstehe. Du kennst meinen Darm also besser als ich. Verlass dich drauf. Nämlich dann, wenn ich ihn dir zur Nase rausziehe. Das muss ich mir von dir nicht anhören. Warum so eilig? Kommt da irgendwo eine Rechnung? Was meinst du? Wollen wir den Film zu Ende gucken? Von mir aus. Ich schlafe heute Nacht sowieso nicht. Lass mich in Ruhe, Charlie. Nein, nein, nein. Nein, das werden wir offen austragen. Wir haben nichts offen auszutragen. Ich musste nur mal aufs Klo. Ich habe zwar nicht so viel Geld wie du, aber ich war darauf vorbereitet, die Rechnung zu teilen. Nicht halbe halbe. Du hattest den besseren Wein und deine Lady zwei Aperitifs, aber meinen Anteil schon. Was machst du denn? Was glaubst du denn? Du kannst zwar sitzen, aber verstecken kannst du dich nicht. Ich gehe jetzt erst duschen und dann gehe ich ins Bett. Was? Du lässt mich hier einfach so stehen? Tja, Charlie, wenn du so irrational bist, lässt du mir keine Wahl. Aber ich bin doch nicht irrational. Ich zeig dir, was irrational heißt. Na toll. Meine Lampe. Was ist denn das? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Charlie, die Pizza ist da. Ja, genau. Hey, warum soll ich nicht mal zahlen? Hey, warum nicht? Was ist? Kein Geldbeutel? Komm gleich wieder. Ich warte. Mr. Harper, 2075. Danke, Gordon. Warten Sie.
Der Rest ist für Sie. Wow, danke. Na halt, warten Sie bitte. Hören Sie sich mal was an. Und was? Shh. Einen Moment noch. War's das? Ja. Danke fürs Warten. Ciao. Suchst du irgendwas? Ja, meinen Geldbeutel. Hm. Hier ist er doch. Oh, danke. Wow. Der legendäre verschollene Geldbeutel von Alan Harper. Sehr witzig. Na, sowas. Überhaupt kein Geld drin. Nicht? Nein. Wie wolltest du denn die Pizza bezahlen? Was denn, Alan? Was hast du? Gar nichts. Ganz sicher? Oh, wo hast du es gefunden? Ich meine, was ist das? Etwa 5000 Dollar in kleinen Scheinen. Wow, so viel. Etwas weniger, da ich die Pizza bezahlt und 50 Trinkgeld gegeben habe. Du hast ihm 50 Dollar Trinkgeld gegeben? Ja. Und jetzt nehme ich einen 100er zum Zigarre anzünden. Warte. Hey, eben fällt mir ein, ich habe eine dicke Rolle Geld verloren und die sieht genauso aus wie die. Wirklich? Die gehört dir? Ich hatte ja keine Ahnung. Kann passieren, her damit. Du wirst meine Verwirrung verstehen. Wenn jemand so einen Haufen Bares hat, ist das ja wohl kein Problem für ihn, einen billigen Bagel-Dog zu zahlen. Du verstehst das nicht. Das Geld ist nicht für mich. Ach, wirklich? Für wen sonst? Für den alten Alan. Den alten Alan? Ja, weißt du, den Alan der Zukunft. Machst du Witze? In der Zukunft gibt es immer noch Alans? Nein, weißt du, es ist so, ich stecke in finanziellen Schwierigkeiten seit der Highschool. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich mal ein alter Mann werden könnte, ohne dass sich irgendjemand um mich kümmert. Auf wen wird sich der alte Alan verlassen können? Sicher nicht auf Jake, denn, seien wir ehrlich, er wird nur dann Geld verdienen, wenn neben die Toilette pinkeln zum Profisport wird. Ja. Seitdem halte ich es so, dass ich, immer wenn jemand in der Praxis bar bezahlt, das Geld auf die Seite lege für den alten Alan. Und das Finanzamt? Dem Finanzamt ist der alte Alan egal. Okay, fassen wir zusammen. Du hamsterst Trotter für den alten Alan, während der junge Alan den dummen Charlie abzockt. Ich würde dich niemals dumm nennen, sondern nett und freundlich. Kann ich mein Geld haben? Du hast ein ernstes Problem, mein Freund. Da hast du verdammt recht. Jetzt gib mir mein Geld. Du brauchst Hilfe. Ich weiß aber, wer bezahlt sie? Also gut. Weißt du, was du mit dem Geld machen wirst? Hör auf, Mann, ich habe jetzt schon Verstopfung. Du gibst es aus. Und zwar jeden Penny. Aber was ist mit dem alten Alan? Was wird aus dem? Tja, ich würde sagen, der alte Alan wird weiter beim alten Charlie wohnen, bis er in die Kiste gepackt wird. Wirklich, du meinst, was auch kommt, ich kann immer auf dich zählen? Spar weiter. So, hier. Viel Spaß bei Ihrem Film. Oh. Hi, Charlie. Hey, Bruder. Ich nehme eine große Schachtel Milchriegel. Gern. 25 Dollar. Noch einen Wunsch für deine Freundin? Nein, schon okay. Sie isst nicht. Sie kaut nur. Der Rest ist für dich. Oh, danke, Charlie. Auf dich kann ich zählen. Komm, Baby. Ich bin älter als er, kannst du das glauben? Mann, die ist ja mal heiß. Ja. Oh, nicht das Popcorn essen, Jake. Sorry, Dad. Men.
Dann verstehst du also, worum es geht. Schätze schon. Jetzt, wo wir nicht mehr verheiratet sind, willst du meine Wohnung verkaufen? Nein, nein, es ist unsere Wohnung. Ich habe sie für uns gekauft. Es war nicht gerade meine klügste Entscheidung, aber mein Immobilienberater war mein Penis. Hängt es damit zusammen, wenn es heißt, der Markt wird weich? Eher nicht. Weißt du, ich schaff's nicht mehr, die Raten für die Wohnung zu bezahlen, aber wenn wir sie verkaufen, können wir den Gewinn teilen. Ich kann dich aber auch auszahlen. Hast du denn Geld? Wenn wir verkauft haben, schon. Verdammt, Candy, ich bin am Ende der Fahnenstange. Wenn ich weiter Rechnungen bezahlen muss, dann werde ich leider Konkurs anmelden müssen. Wow, das hört sich ja echt ernst an. Allerdings, es ist todernst. Also, wenn das so ist... Willst du Sex? Was? Ich bin geil, du gestresst, wir würden beide etwas davon haben. Ja, ich bin echt gestresst. Nein, das ist doch auch keine Lösung. Okay, dann gehe ich jetzt mal unter die Dusche. Sag mir, wenn du es dir anders überlegst. Hab ich schon. Entweder habe ich zu viel getrunken oder ein Zug hat mich überfahren. Oh Gott, ein Zug. Oh. Charlie? Sieh mal einer an. Mein Schutzengel, er will mich in den Himmel holen. Finger weg. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Also, ich bin nicht in meiner eigenen Kotze aufgewacht, deshalb ja, allerdings. Du bist ein richtiges Kind. Es gibt Leute, die finden das sehr charmant. Aber ich nicht, mein Lieber. Offensichtlich nicht. Aber letzte Nacht hatten wir doch unseren Spaß. Oh, und wie? Welche Frau hat nicht ihren Spaß dabei, wenn der Mann beim Verwöhnen in ihrem Schoß in den Tiefschlaf fällt? Ach, deshalb habe ich geträumt, ich küsse Abraham Lincoln. Oh, oh. Okay. Nur Unterwäsche. Keine Panik. Und ein bisschen Make-up, nichts Schlimmes. Lesebrille, Laufschuhe, Flanellnachthemd und die letzte Ausgabe von Die moderne Braut. Alarmstufe Rot. Lydia? Was ist? Ich habe zufällig gesehen, dass du in der Schublade von mir Sachen hast. Stimmt. Hey, kommst du hier rein und machst das von letzter Nacht wieder gut? Naja, schon, aber wir sollten erst mal über die Schublade reden. Okay. Reden wir. Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation. In Freiheit empfangen. Es war wundervoll unter der Dusche. Ja, es tut immer gut, wenn man sich beim Rauskommen schmutziger fühlt als beim Reingehen. Was machst du gerade? Ich übe nur. Wofür? Nur so, ich will für meine Arbeit in Form bleiben. Ach, für dein kleines Jingle-Dings. Dass man für sowas üben muss. Bertha, ich hätte gern Rührei ohne Eigelb, ein Toast und Earl Grey Tee. Ach ja? Und ich hätte gern neue Schuhe, Hotpants und eine Taille. Und Sie dachten wirklich, sie macht Ihnen Frühstück? Hallo, Bruder. Hey. Wie lief's mit Candy? Super. Es war super. Scheint, als könnten wir uns von gegenseitigem Nutzen sein. Gut. Und hat sie dem Verkauf der Wohnung zugestimmt? Was? War das nicht der Grund, warum du hingegangen bist? Ach ja. So ein Mist. Charlie?
du musst mit deiner Putze sprechen. Sch, bitte nicht so laut. Wir vermeiden hier das P-Wort. Wieso denn? Weil es respektlos ist. Und entwürdigend. Und verwegen inakkurat. Der Punkt ist, Bertha sorgt dafür, dass der Laden hier läuft. Und was noch wichtiger ist, sie gehört zur Familie. Sie ist grob, unhöflich und vulgär. Ich sagte doch, sie gehört zur Familie. Schön. Dann frag sie doch, ob sie das mit den Eiswürfeln und dem Seidentaschentuch macht, was du so magst. Komm, Süße, sei doch nicht so. Eiswürfel und Seidentaschentuch? Ein Eis am Stiel und ein Schlips tun's auch. Aber ich schulde dir noch ein Seidentaschentuch. Und auf deine Munddusche ist kein Verlass mehr. Und was du auch tust, leck nicht an deine Haarbürste. Tut mir leid, wenn ich dir schon wieder auf die Nerven gehe, aber wir waren noch nicht fertig wegen des Verkaufs der Wohnung. Aber ich will die Wohnung gar nicht verkaufen. Ich kann von hier aus Schiffe sehen. Verstehe ich ja, aber ich kann sie nicht mehr bezahlen. Und ich mag Schiffe. Na schön, wenn du da nicht mitmachen willst, dann muss ich meinen Anwalt... Was machst du denn da? Ich suche Chesters Knochen, weil er ihn verloren hat. Jetzt? Kann das nicht warten? Nein, wenn Chester sein Nickerchen gemacht hat, will er seinen Knochen. Red doch einfach weiter. Okay, also wie gesagt, wenn du nicht vernünftig bist, muss ich... Ich mein... Musst du was, Alan? Nochmal! Was zum Teufel? Wir haben zu reden. Okay. Ist mir egal, wenn Ihre Freundin hin und wieder eins von ihren Höschen in die Wäsche schmeißt. Die koche ich und verkaufe sie auf dem Flohmarkt. Aber diese durchtriebene Braut nutzt schamlos meine Gutmütigkeit aus. Naja, seien wir doch fair. Lydia hat auch ihre positiven Seiten. Ja, aber ich stehe nicht auf ihre Seiten. Die interessieren mich einen feuchten Furz. Schon gut, schon gut. Wissen Sie, was sie zu mir gesagt hat? Sie sagte, ich soll lernen, wo hier mein Platz ist. Das hat sie doch nicht gesagt. Aber deutlich. Ist das wahr, Charlie? Muss ich wirklich lernen, wo hier mein Platz ist? Nein, Bertha, das wissen wir doch alle. Und wo ist mein Platz, Charlie? Wo immer Sie wollen. Es gibt in diesem Haus nur Platz für einen Alpha-Hund. Ich weiß. Und wer ist dieser Alpha-Hund, Charlie? Sie. Sagen Sie es. Sie sind der Alpha-Hund. Och, Sie, alter Schmeichler. Tun wir einfach so, als wäre das eine Morgenlatte. Hey, wie geht's dir? Na, bist du auch schon auf? Mein Rücken braucht Pflege. Oh, klar. Hör mal, ich muss mit dir über Bertha sprechen. Um Gottes Willen, Charlie, lass die Eier wachsen. Ist es dein Haus oder ihrs? Tja, ich stehe zwar im Grundbuch, aber sie war schon vor mir hier. Weißt du, im Laufe der Jahre haben Bertha und ich eine wundervolle Beziehung... Halt mir die Schenkel ein. Gut. Und der Schlüssel für ein friedliches Heim ist, das Boot nicht zum Schaukeln zu bringen und nicht die Balance zu verlieren. Deshalb solltest du sie unbedingt so behandeln. Wo ist sie denn gerade? Irgendwas einkaufen. Was ist noch jemand im Haus? Nein. Die Sache mit Bertha ist jedenfalls... Willst du dir deinen süßen Hintern nicht einschmieren? Wozu? Aber sonst kriegst du doch einen Sonnenbrand. Warum sollte ich einen Sonnenbrand... Oh, du willst Sex? Gut, dass du hübsch bist, denn der Schnellste bist du nicht. Wer ist der Alpha-Hund, Charlie? Lass dir Eier wachsen, Charlie. Hey, Alan, komm mal her. Was ist denn? Ich wasche Lydias Wäsche. Und auch mein Taschentuch? Würde nichts nützen, das musst du verbrennen. Okay. Und warum wäschst du Lydias Wäsche? Weil Bertha sich weigert. Wieso wäscht Lydia sie nicht selbst? Weil ich ihr sagte, Bertha muss es machen. Aha. Und hast du irgendeine Ahnung, wie das geht? Komm schon, man wäscht sie, man trocknet sie. Wie schwer kann das sein? Wozu brauchst du mich dann?
Was davon ist die Waschmaschine? Das da. Danke. Nein, das da. Ein Witz, das da. Auf dem Schalter steht Waschen. Okay, ich schaff's einfach. Anmachen und reinstecken. Es ist eine Waschmaschine und nicht etwa ein Callgirl. Zuerst sortieren wir mal Ihre Unterwäsche. Und was ist da jetzt anders als bei einem Callgirl? Man muss sie deshalb sortieren, weil das meiste synthetisch ist. Na, hör mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist das Gleiche wie bei einem Callgirl. Charmant. Gib mir das Waschmittel. Das hier? Nein, das ist Weichspüler. Den tut man nach dem ersten Spülgang rein. Was? Weißt du was? Ich kaufe ihr neue Wäsche. Jetzt stell dich bitte nicht so an. Waschmittel, siehst du? Man schüttet es rein. Kaltwäsche, Kaltspülen, Schonwaschgang, fertig. Was ist das? Ich würde sagen, Wasser, das in die Waschmaschine fließt. Verrückt. Ziemlich neue Erfindung. Ist sie jetzt kaputt? Mach den Deckel zu. Ist ja Wahnsinn. Was erfinden die noch alles? Ja, wie ich kürzlich hörte, wird gerade ein Apparat entwickelt, der 2 Scheiben Toast auf einmal rösten kann, ist aber geheim. Ja, wie witzig. Und jetzt? Warten wir. Woher wissen wir, wann sie fertig ist? Keine Sorge, die Waschmaschine ruft dich auf deinem Handy an. Echt? Warum jammert Bertha denn immer so? Das macht doch Spaß. Ja, weil du es mit hübschen Dessous zu tun hast. Bertha dagegen mit Jakes Unterwäsche, nachdem er sich ein Pudding überfressen hat. Da ist was dran. Was machst du denn da? Ich trinke ein Glas Wodka. Wenn das zum Wäschewaschen gehört, könnte ich mich dran gewöhnen. Nein, ich bin nur sauer auf mich. Dann gieß mir auch einen ein. Ich bin auch sauer auf dich. Na. Was ist los? Raus damit. Ich bin wieder bei Candy gewesen. Und, wie ist es gelaufen? Jetzt verkaufen wir die Wohnung nicht und ich habe ihr, glaube ich, einen neuen Kühlschrank versprochen. Oh, Alan. Sie will Eiswürfel, ohne die Tür zu öffnen. Du stehst ja voll unter ihrem Pantoffel. Wer, ich? Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Charlie, du wäschst deiner Frau die Wäsche. Nein, ich will mich damit nur einbringen. Seien wir ehrlich, Lydia wickelt dich um den kleinen Finger. Tut sie nicht. Sie nimmt den Zeigefinger. Und sie wickelt weniger, als dass sie bohrt. Wer benutzt hier meine Waschmaschine? Verzeihen Sie, aber es ist immer noch meine Waschmaschine und ich wasche damit Lydias Wäsche. Sie waschen Wäsche? Hey, das ist keine Wissenschaft. Kaltwäsche, Kaltspülen, Schonwaschgang, aber vorher sortiert man die Wäsche. Was Sie nicht sagen. Ja, was ich nicht sage. Das wird sie wohl sein. Hallo? Oh, hey, Mom. Ich dachte, du wärst meine Waschmaschine. Na komm schon, wirf den Ball! Oder fall auf die Nase. Charlie, ich fahr jetzt. Mach's gut. Ich hätte gern einen Kuss. Sie ist noch da, oder? Ja. War nun Witz, Schatz. Schon besser. Mach's gut, Jake. Ich gebe Ihnen keinen Kuss. Oh, Charlie, ich vergesse, morgen serviere ich bei einer Hausbesichtigung hors d'oeuvre. Deshalb hätte ich mir gern Bertha ausgeborgt. Wie war das? Ich rede mit Charlie. Du hast doch nichts dagegen? Ich... Sie wollen mich ausborgen? Bin ich etwa ein Staubsauger?
Aber ich würde sie doch dafür bezahlen und sie dürfen sich alle Reste einpacken. Oh, wie wär's denn, wenn sie alles in einen Trog zusammenkippen und ich fresse es draußen im Garten? Also, das war jetzt etwas unpassend. Ich wollte Ihnen nur einen Gefallen tun. Wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, nehmen Sie das Geld, das Sie mir zahlen wollten, und zwar in Geldrollen. Beugen Sie sich... Butter. Also, ich habe es nicht nötig, mir das anzuhören. Charlie, du musst eine Entscheidung treffen. Für sie oder für mich? Die Schnalle hat recht, Charlie. Entweder sie oder ich. Na toll. Großartig. Hat hier jemand gesagt, hier gäbe es einen Trog voll Essen? Du hast ein Angebot für die Wohnung? Oh, Mom, du rettest mir das Leben. Ist mir egal, ich habe mit einem Verlust gerechnet. Immerhin muss ich dir keine Provision zahlen. Hör mal, du bist meine Mutter. Warte, Mom, da klopft gerade jemand an. Hallo? Oh, Candy, hallo. Hör mal, es geht um die Wohnung. Meine Mom hat ein wunderbares Angebot. Ich geb's auf. Was hast du an? Warte. Mom, ich leg auf. Candy, bin gleich da. Ist Butter da? Hab sie nicht gesehen. Sehr gut. Charlie, ich hätte nie gedacht, dass du die Cojones hast, Butter zu feuern. Machst du Witze? Ich hab Riesen-Cojones. Was glaubst du, warum ich die weiten Shorts anhabe? Warte. Du hast Butter gefeuert? Ja, Alan. Sie kannte ihren Platz nicht. Da konnte ich ihr nur kündigen. Aber wir sind tot ohne Butter. Ich komm gleich nach, Schatz. Beeil dich. Weißt du was? Wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Das will ich schon lange, aber ich dachte, du bist nicht offen. Nein, du Nullchecker. Gott, du spielst ja mit wie ein Affe auf einer Mandoline. Du hast Butter nicht gefeuert? Das reicht. Her mit der Mandoline. Aber du hast Butter versprochen, dass du Lady an die Wüste schickst. Alan, weißt du, was das ist? Nein. Dann halt deine dumme Klappe. Und verrat Butter nicht, dass sie hier war. Gut, aber gib mir ein Zeichen, wenn du lügst. Hey, Mann, ich lüge immer. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich es nicht tue. Du bist ja echt oberschlau. Woher ich das weiß? Die Waschmaschine hat's mir am Handy gesagt. High Heels und Eiscreme. Charlie, wie konnten Sie nur... Bertha, es ist nicht das, wonach es aussieht. Charlie, du hast mich belogen. Lydia, es ist nicht das, wonach es aussieht. Das reicht. Ich verschwinde hier. Ich auch. Bertha, Lydia, aber wartet doch, es ist nicht das, wonach es aussieht. Sag's noch ein paar Mal, Charlie. Vielleicht glaubt ihr dann irgendwer. Bertha, warten Sie, Sie können doch nicht kündigen. Wieso nicht? Weil wir uns lieben und eine Familie sind. Weil wir uns unsere Schwächen verzeihen. Sie können mich mal. Gehen Sie nicht. Ich verspreche Ihnen, ich mache Schluss mit ihr. Das werden Sie nicht tun. Und wissen Sie wieso? Weil Sie süchtig sind nach der Braut. Ach, das ist doch lächerlich. Ich kann damit aufhören, wann ich will. Können Sie nicht. Sie sind sexsüchtig und ich kann Ihnen nicht mehr vertrauen. Nein. Warten Sie. Sie haben recht. Ich bin süchtig. Mich reitet eine Vagina, aber ich weiß, ich kann sie loswerden. Ich meine, helfen Sie mir. Kann ich nicht, mein Freund. Das können nur Sie selbst. Leben Sie wohl, Charlie. Oh, kommen Sie, Bertha, gehen Sie nicht. Ich tue alles für Sie. Ich werde jetzt gehen. Hä? Musst du doch nicht. Ich habe Sie gerade gefeuert. Leb wohl, Charlie. Ach, komm schon, Lydia, geh nicht. Ich tue alles für dich. Wisst ihr was? Ich brauche keine von euch. Ich kann selber Wäsche waschen und ich habe auch so einen Finger. Mir gefällt's hier nicht. Pech gehabt. Nur so kriege ich Bertha dazu, wieder zurückzukommen. Aber warum muss ich mit hierher gehen? Weil du es nur so schaffen wirst, deine Wohnung zu verkaufen. Okay, fangen wir an. Herzlich willkommen zu unserem Montagabendtreffen. Haben wir neue Teilnehmer? Mein Name ist Charlie und
Meine Haushälterin hält mich für sexsüchtig. Hi, Charlie. Hi, Charlie. Hi, ich bin Alan und ich habe eine nette Wohnung zu verkaufen. Und bin sexsüchtig. Hi, Alan. Preisverhandlungssache. Hi, mein Name ist Pam und ich bin sexsüchtig. Joy to the world, ich vögle heut. Ich vögle sie heut Nacht. Dann spiele ich den Nikolaus und hole meine Rute raus. Viel zu lang keine Intimität, heut ist schon unser zweites Date. Heut ist Weihnachten und das feiern wir im Bett. Hey, ich mach den Eierpunsch fertig. Wollen Sie, dass die Braut in Flammen steht oder nur glüht? Gut, tja, mal sehen. Wir feiern Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Also füllen wir sie ab. Halleluja. Gloria, heute vöglich Gloria. Schlag ich mein Bettchen auf, Gloria legt sich selber drauf. Schneeflöckchen hoch das Röckchen. Ah. Frohe Weihnachten, Onkel Charlie. Oh, genau. Dieses Weihnachten gibt's ja auch noch. Na los, mach auf. Halt, warte. Ich gebe dir zuerst mein Geschenk. Nicht, dass du denkst, ich hätte dich vergessen. 100 Mäuse? Wow! Hab's selber ausgesucht. Jetzt mach deins auf. Okay. Das ist ja spannend. Furz in der Dose? Du hast doch noch keinen, oder? Naja, ich hab dich. Aber der ist gut zum Reisen. Jake, ich habe eben mit deiner Mom gesprochen. Sie wird gleich hier sein. Nicht Onkel Charlies Geschenk ansehen. Du kriegst dasselbe. Da bin ich ja gespannt. Kannst du dir sparen. Oh, da wir gerade von Geschenken reden. Frohe Weihnachten. Mach's auf, wann du willst. Entweder morgen früh oder bei deiner Mom oder... Sofort mit den Zähnen wie ein tollwütiger Schakal. Du schenkst mir den neuen Nintendo? Es ist auch von Onkel Charlie. Du schuldest mir $125. Er hat doch schon... Oh, ist das cool. Danke, Dad. Danke, Onkel Charlie. Ja, ja, frohe Weihnachten. Ich muss ihn gleich reinstecken. Nein, nein, du verschwindest. Wenn hier einer was reinsteckt, ist es dein Onkel Charlie. Du verschwindest doch auch. Ja, nur die Ruhe. Ich verbringe meinen Weihnachtsabend allein im Kino, damit du heute Nacht Sex haben kannst. Du kannst doch auch Sex haben. Du musst nur ins richtige Kino gehen. Jake, du wirst abgeholt. Nimm Taschentücher mit und zieh nicht die Wildlederschuhe an. Da hast du wohl Erfahrung. Nicht so viel wie du. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, kommt rein. Frohe Weihnachten, Charlie. Das will ich hoffen. Ich hol das Kind. Eierpunsch.
Schatz, wir haben eine lange Fahrt vor uns. Wir feiern in San Diego bei meinen Eltern. Und deshalb trinke ich jetzt einen. Hey, ich war zu Thanksgiving bei deinen Eltern. Oh, deine Mutter ist nicht mehr in der Entzugsklinik? Ja, meine Mutter hat sie verlassen. Genauer gesagt ist sie über den Zaun geklettert. Sie wird mal deine Schwiegermutter. Am besten, du gewöhnst dich dran. Weißt du noch, wie sie auf einem Rasentraktor getürmt ist? Aber dafür backt sie gute Kekse mit Walnüssen und Antidepressiva. Nie gehen die Sachen so rein, wie sie rausgekommen sind. Eine Lektion fürs Leben, Jake. Komm, deine Mama ist da. Verdufte. Okay, ich habe auf der Terrasse gedeckt. Das Essen ist im Ofen. Sehr gut. Kommen Sie dem Eierpunsch mit den Kerzen nicht zu nahe. Klar. Also, ich verlasse jetzt. Tja, auf Wiedersehen und danke. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Alle guten Wünsche. Ihnen auch. Geben Sie mir mein Weihnachtsgeld, Sie Pfeife. Oh, genau. Danke für Ihre harte Arbeit. Ohne Sie wäre ich völlig hilflos. Sie sind wunderbar. Wirklich? Was würde Jesus tun? Oh, nein, danke, ich muss fahren. Ich will was. Nein, willst du nicht. Das ist für Erwachsene. Ich trinke noch einen. Judith, meine Eltern erwarten uns. Ich weiß, Schatz. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Okay. Frohe Weihnachten euch allen und ihr alle lebt wohl. Warten Sie. Ich habe eine lange Busfahrt und will nicht auf halbem Weg nach Hause nüchtern werden. Hallo? Candy, was machst du denn hier? Ich will an Weihnachten nicht allein bleiben und wusste nicht, wo ich hin soll. Wo ist denn dein neuer Freund? Er wollte Weihnachten lieber mit seiner Familie feiern. Er hätte dich doch mitnehmen können. Das wäre seiner Frau unangenehm gewesen. Oh, tja, Schätzchen, dann komm rein. Warte, 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 du weißt doch, dass ich gleich Besuch bekomme. Ich kann sie doch nicht rauswerfen. Das weißt du erst, wenn du es versuchst. Hör schon auf, wir haben Weihnachten. Okay, nur 2 Minuten, sonst mache ich den Furz in der Dose auf. Judith kennst du ja noch. Hi, Judith. Hallo. Und das ist Herb, ihr Verlobter. Hi, Herb. Hi. Gib mir deinen Mantel. Oh, du meine Güte. Na, dann wollen wir mal fahren. Wozu die Eile? Aber deine Eltern warten doch auf uns. Die können dich sowieso nicht ausstehen. Eierpunsch? Danke. Gern geschehen. Ich bin Arzt. Ein echter oder einer wie Alan? Ich bin Pädiater. Wow, dann machen Sie in Füße. Nein, Kinder. Ist das nicht illegal? Bertha, müssen Sie nicht Ihren Bus kriegen? Was, und die Show verpassen? Sind Sie verrückt? Feliz Navidad, alle zusammen. Mann, den habe ich gar nicht vorher gesehen. Mom, was willst du denn hier? Ich bin auf dem Weg zu einer Party und wollte meine Geschenke abgeben, damit ich sie morgen nicht herschleppen muss und mir den Tag versaue. Charlie? Rose! Wieso lädst du mich nicht zu deiner Weihnachtsparty ein? Das ist keine Weihnachtsparty. Und wie nennst du das hier? Den Anfang einer Nachrichtenmeldung, die mit dem Satz endet, dann richtete er die Waffe gegen sich. also gut, hört mal alle zu, sperrt die Ohren auf. Es gibt keine Party. Ihr müsst jetzt gehen, weil ich gleich Besuch von einer wunderhübschen Frau kriege, mit der ich schlafen will, nachdem ich sie betrunken gemacht habe. Ein guter Plan. Nur bin ich jetzt schon betrunken. Mann, ich kann den zweiten Akt gar nicht erwarten. Der Nachschub rollt. Mehr Sprit für das Feuer. Sie wollten doch nach Hause gehen. Da wusste ich noch nicht, dass Sie eine Party feiern. Das hier ist keine Party. Nur eine Ansammlung von Leuten, die ich nicht mag und die mir den Sprit wegtrinken. Verdammt, das ist eine Party. Geben Sie her. Ich weiß gern, was die beiden zu reden haben. Kann ich dir sagen. Ich kann Lippen lesen. Wirklich? Ja. Jetzt gerade sagt deine Freundin, der wilde Straußenhahn versenkte mein Boot.
Hier ist so eine kleine Stauung in meiner Brust. Würden Sie sich's ansehen? Oh, na ja, ich Candy, könnte, er ist Pädiater. Er behandelt nur Kinder. So ein Unsinn. Eine Altersgrenze gibt's da nicht. Ich habe einen Eid geschworen. Leiden zu lindern, wo immer ich sie finde. Alan, auf ein Wort. Oh, gut. Ein Wort. Tja, ich habe mein Stethoskop nicht dabei. Atmen Sie doch einfach für mich ein und aus. Sorg dafür, dass das aufhört. Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Tu doch nicht so. Sag deiner Ex-Frau, sie soll aufhören, mit meinem Verlobten zu flirten. Ist ja lustig. So wie ich das sehe, macht sich doch deine Praline über meine Schokolade her. Ich könnte dir das Leben zur Hölle machen, Alan. Woran sollte ich das merken? Nochmal husten? Nochmal? Kleine Männerrunde. Vielleicht hat sie einen kleinen Krupp. Hör zu, Herb. Du warst mit ihr verheiratet? Ja, wir waren verheiratet. Herb, Judith ist ganz schön sauer auf dich. Du hast sie also nackt gesehen? Hör mir zu, Herb. Deine Verlobte ist sauer. Wirklich? Warum denn? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du Candys Nippel als Wattestäbchen benutzt hast. Schon okay, ich bin Arzt. Tu dir selbst einen Gefallen und kümmere dich bitte um Judith. Wenn's sein muss. Super Party, hä? Ja, wir haben ganz schön Dusel mit dem Fusel. Da kommt deine Mom. Tu so, als wüssten wir nicht, was sie gesagt haben. Charlie, ich muss mit dir reden. Ich weiß, als hätte ich's geahnt. Wie ernst ist es mit deiner Beziehung zu Gloria? Es geht dich zwar nichts an, aber es ist unser zweites Date. Was war beim ersten Date? Sie waren essen, er hat sie nach Hause gefahren und sie haben im Auto geknutscht. Oh, tut mir leid, wolltest du es ihr sagen? Dann habt ihr nicht miteinander geschlafen? Noch nicht. Hoppla, schon wieder. Sehr gut. Schatz, du musst dieses Verhältnis sofort beenden. Wieso denn? Vertraust du mir? Nein. Okay, aber du weißt, dass ich nur das Beste für dich will, oder? Nein. Gut, gut, dann will ich's mal so sagen. Ich verbiete dir jeden Kontakt zu dieser Frau. Du verbietest es mir? Was gibt dir das Recht dazu? Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin deine Mutter und du bist 40 und du darfst diese Frau nie mehr wiedersehen. Mom, du weißt, dass mich das umso mehr anmacht. Charlie, das ist mein Ernst. Ich werd schon ganz scharf. Hör zu, ich weiß gewisse Dinge über Glorias Vergangenheit und die sind, naja, unappetitlich. Okay, ich bin scharf wie ein Rasiermesser. Würdest du jetzt auf mich hören? Wenn du dich weiterhin mit dieser Frau triffst, wird es mich tief verletzen. Ich werde sie heiraten müssen. Okay, also gut. Du lässt mir keine Wahl. Wen rufst du da an? Wahrscheinlich war es wegen dem Straußenhahn und dem Boot. Charlie, ich werde langsam volltrunken. Wenn du eine Frau brauchst, die sich bewegt, leg mich bald um. Folge mir. Oh, ist das nicht schön. Immer wenn ein Mann Sex hat, kriegt ein Engel einen Steifen. Siehst du das da? Oh, die Nebenhandlung hätte ich jetzt beinahe vergessen. Was soll ich denn machen, Judith? Er ist dein Mann. Wenn du ihn willst, kämpf um ihn. Wie soll ich damit konkurrieren? Es geht nicht um Konkurrenz. Herb liebt dich. Ihr habt eine kultivierte Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Candy hat dagegen nur... Es gibt noch andere Männer. Nein. Komm hierher, so schnell du kannst. Wo ist Charlie? Oh, verdammt. Oh, jetzt weiß ich's. Es ist wie in dem Dinner-Theaterstück. Man darf ihnen überall hin folgen. Mami-o, Daddy-o. Hi, mein Schatz. Mami-o, Daddy-o, Daddy-o, Mami-o, Mami-o, Daddy-o. Stopp! Mom! Raus aus diesem Bett und zwar sofort. Das halte ich für eine schlechte Idee. Charlie, ich warne dich. Er hat von Ihnen keine Befehle anzunehmen. Er ist 34. Was? Sie ist betrunken. Mom, was willst du denn hier? Ich versuche, dich vor einem fürchterlichen Fehler zu bewahren. Was soll das? Ich mache den Fehler regelmäßig. Man nennt es auch Lebensstil. Charlie, ich will nichts mehr hören. Ich will hier oben eine Nummer machen. Eigentlich zwei Nummern und dann das Übliche. Du kannst hier bleiben und zusehen, was ich dir nicht empfehle. Oder du verschwindest. Jedenfalls werde ich mit Gloria Sex haben. Nur zu. Ich hab geblufft. Ja, das hat er.
come on, hurry up and sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Hast du Jake gesehen? Nein. Ha. Jake? Hey, raus hier! Judith, was zum Teufel machst du denn da? Du hast gesagt, ich soll um meinen Mann kämpfen und genau das tue ich. Alan, würdest du bitte die Tür schließen? Entschuldigung. In 12 Jahren Ehe hat sie um mich nie in dieser Stellung gekämpft. Mach mal Pause. Okay, doch. Hallo. Oh, meine Güte. Sie sind Alan? Ja. Ich habe Sie 35 Jahre nicht mehr gesehen. Nein, sowas. Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Tut mir leid. Oh, das überrascht mich nicht. Zu dieser Zeit haben Sie gerade gelernt, wie man aufs Töpfchen geht. Tja, mit Erfolg. Gut gemacht. Hören Sie, Alan, ich wollte eigentlich zu meiner Tochter. Volltrunken und blond? Na ja, sie ist nicht immer blond. Die Treppe rauf. Oh, danke. Wissen Sie, aus Ihnen ist ein sehr attraktiver Mann geworden. Oh, danke. Hätte auch anders kommen können. Gut, dass Sie in die Ohren reingewachsen sind. Sieht immer fröhlich aus. Verdammt, Charlie, du weißt nicht, wo du hier reingerätst. Oh, da wüsste ich schon was. Ich meine, was könntest du mir schon über Gloria erzählen, dass ich sie aus meinem Bett schmeißen würde? Ist sie verheiratet? Ist sie verrückt? Ist sie ein Mann? Du bist doch kein Mann, oder? Nein. Na also. Gloria, raus aus dem Bett. Mom? Mom? Hast du es ihnen gesagt? Hab's versucht, aber ich konnte nicht. Wieso nicht? Was meinst du mit wieso nicht? Was denkst du denn? Klar, ich muss wie immer deine Drecksarbeit machen. Du kannst nicht mit ihm schlafen, weil er vielleicht dein Bruder ist. Und, war das so schwer? Für jemanden ohne Schamgefühl ist das bestimmt nicht schwer. Sagt die Frau, die meinen Mann umgebracht hat. Ich habe Sherman nicht umgebracht, ich habe ihn glücklich gemacht. Einen Moment, wartet, wartet. Könnt ihr noch mal da anfangen, wo ich vielleicht ihr Bruder war? Guter Gott, ist das Blut noch nicht wieder in deinen Kopf zurück? Das war in den 70ern. Wir waren junge, attraktive Paare und das Benzin war gerade knapp. Deshalb mussten wir uns zu Hause unterhalten. Wartet, 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 wartet. Soll das heißen, du und ihr Mann? Ja, und sie und dein Vater. Die OPEC war schuld. Zu Anfang war es nur die wöchentliche Fondue-Party, aber eines Abends hörte das Eintunken nicht beim Käse auf. Leider konnten nicht alle von uns damit umgehen. Du hast Unaussprechliches mit Sherman getrieben und dann hat er es auch mit mir machen wollen. Ach, Unsinn. Ich habe die Latte nur ein bisschen höher gelegt. Die Latte ein bisschen? Hast du eine Ahnung, wie viele Länder der dritten Welt der Mann bereist hat, um jemanden zu finden, der dasselbe mit ihm macht? Dazu hätte er nicht ins Ausland gemusst. Er hat's nur billig haben wollen. Wärst du nicht gewesen, hätte sich Sherman keine Amöbenruhe zugezogen und wäre dran gestorben. Ich will euch ja nicht unterbrechen. Aber knüpfen wir doch wieder bei dieser Ich-bin-ihr-Bruder-Sache an. Nicht die Hälfte Birnen im Kronleuchter, was? Na schön, ich werde es noch mal buchstabieren. Aufgrund der Zeitspanne zwischen der letzten Fondue-Party und Glorias Geburt und ganz davon abgesehen, dass Sherman kein Interesse mehr an traditionellem Sex mit mir hatte, danke vielmals, gibt es einen berechtigten Grund zu der Annahme, dass dein Vater vielleicht ihr Vater ist. Oh wow. Mein Gott. Und jetzt weißt du auch, warum eine derartige Beziehung völlig unannehmbar ist. Wir hätten es allerdings voraussehen können. Weil dein Sohn ja während seines ganzen Erwachsenenlebens damit beschäftigt war, sich durch Groß Los Angeles zu pimpern. Ach, es wäre diese schnapsgetränkte Torte ein unschuldiges Opfer. Hey, ich bin betrunken und nicht taub. Steh endlich auf und zieh dich an. Also, das war ja demütigend. Sei froh, dass wir nicht von unserem kleinen Experiment erzählen mussten. Erinnere mich nicht daran. Dir hat's doch gefallen. Oh, eine Wendung im dritten Akt. Wow. Ja. Ich bin plötzlich so scharf auf dich. Ich glaub's einfach nicht. Warte, 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 warte. Hast du verpasst, was hier abgegangen ist, Schwester?
Ach, komm schon. Das ist ja nicht so, als wollten wir heiraten und Kinder mit Schwimmhäuten zwischen den Zähnen kriegen. Du hast absolut keine Hemmung, oder? Naja, ich mag keine dicken Kerle. Interessant. Ich jedenfalls hab Hemmung, was Inzest angeht. Du treibst es mit fetten Kerlen? Haben Sie das gehört? Charlie hat mal eine Grenze gefunden. Ein Wunder. Ein Weihnachtswunder. Judith, so ein schönes Weihnachten habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Gewöhn dich bloß nicht dran. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große... Damit das klar ist, du machst das nur, um meiner Mama eins auszuwischen? Hast du ein Problem damit? Nein, umso besser. Ich hab was Irres geträumt. Ach ja? Ja, ich war in einem Haus aus Donuts gefangen und musste mir den Weg frei fressen. Interessant. Ich hab auch sowas geträumt, nur ohne Haus und ohne Donuts. Morgen. 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 Na, wie habt ihr geschlafen? Onkel Charlie und ich haben vom Essen geträumt. Ich von Donuts und er von was Schmutzigem. Das hat er nur geraten. Gut geraten. Und ja, Alan, wir sehen deinen Ohrring. Ziemlich cool, hä? Ja, wenn du zu einem Wham-Konzert mit Jodie Foster gehst, schon. Ich finde es cool. Danke, Jack. Darf ich mich auch piercen lassen? Nein. Wieso denn nicht? Du kannst nicht mehr die Löcher sauber halten, die du hast. Und du bist zu jung. Warte, bis du alt und verzweifelt bist und bei deinem Bruder wohnst. Mach dich ruhig über mich lustig, aber eine gewisse Braut findet es total sexy. Erstens mache ich mich auch ohne deine Erlaubnis über dich lustig. Aber was noch wichtiger ist, du hast dir dein Ohr piercen lassen, weil irgendeine Frau es cool fand? Eigentlich war mein Ohr nicht ihre erste Wahl zum Piercen. Wieso? Was kann man denn noch piercen? Gar nichts. Schön, dann google ich eben nach. Keine Sorge, er weiß nicht, wie man piercen schreibt. Stimmt, und Google auch nicht. Und? Wer ist denn die Spezialistin für Bohrlöcher? Ach, nur eine nette junge Frau mit Nähnadel und Kartoffel. Warum Kartoffel? Naja, die hat sie mir zum Stechen hinters Ohrläppchen gehalten. Oh, du Vollidiot. Keine Sorge, sie hat die Nadel vorher sterilisiert. Und wie? Mit Alkohol. Okay, mit Kalua. Ich werde mich bei allen Vollidioten entschuldigen. Das ist das schwule Ohr, das weißt du doch. Was? Das linke Ohr heißt, ich bin ein Hipster aus der Disco-Zeit. Und das rechte Ohr heißt, let's disco. Nein, nein, das kann nicht stimmen, nein. Okay, wenn du mir nicht glaubst. Hey, wer hat denn da endlich sein Coming Out? Wörter? Ja? Was machen Sie da? Ich mache Ihr Bett. Ich würde gerne ein Nickerchen machen. Kommen Sie, wir können Löffelchen liegen, aber das ist alles. Haben Sie was? Ja, ich habe was. Ich habe satt, die Nacht mit einem schreienden Baby zu verbringen, während meine Tochter sich auf die Pirsch nach dem Vater für ihr Nächstes macht. Oh, das muss aber hart sein. Heucheln Sie kein Interesse an meinem Leben, Charlie. Tja, entschuldigen Sie, aber wenn ich eine Frau in meinem Bett sehe, fange ich instinktiv an zu lügen. Machen Sie die Tür zu, wenn Sie gehen. Okay.
doch lächerlich. Bertha! Raus! Schlafen Sie gut. Hallo? Au! Hallo? Oh, hi. Nein, nein, es ist etwas gereizt. Schön, dass du anrufst, hast mir auch gefehlt. Ja, ja, es war schön letzte Nacht. Du wirst nicht glauben, wer in meinem Bett liegt. Warte kurz. Das tue ich nie. Abgesehen davon telefoniere ich. Au! Verdammt! Heute Abend noch Zeit? Oh, ist ja super, am selben Ort. Ich freue mich auf dich. Okay, bis dann. Bertha liegt in meinem Bett. Wirklich? Diese Woche kannst du doch bar zahlen. Au! Es gibt Dinge, über die machen wir keine Witze. Okay, und warum ist Bertha bei dir im Bett? Offenbar macht ihre Tochter jede Nacht einen drauf und Bertha muss auf das Baby aufpassen. Oh, das muss aber hart sein. Heuchle kein Interesse an ihrem Leben, Alan. Entschuldigung. Oh, hey, kannst du heute Nacht auf Jake aufpassen? Wieso? Willst du dir von deiner Freundin noch andere Körperteile infizieren lassen? Es ist nicht infiziert. Eine gewisse Schwellung ist vollkommen normal. Wo steht das, Alan? Auf der Kartoffel? Würdest du mir wenigstens sagen, wer die Frau ist? Du kennst sie nicht. Ah, ich kenne sie also. Das hat keiner gesagt. Nein, aber mal sehen. Wen willst du von mir geheim halten, den ich kenne? Ist Zeitverschwendung. Eine von deinen Ex-Frauen? Rose? Berthas Tochter? Berthas Tochter? Also, das ist wirklich lächerlich. Das fehlte noch. Müsste ich nicht ins Bett, ich bin müde. Klappe und teil aus. Du kriegst auch das Geld wieder, das ich gewonnen habe. Du hast nichts gewonnen, bis wir aufhören. Nun teilt schon aus. Warum ist er noch auf? Jetzt nicht, Alan. Alles, was ich noch hab. Jake, ins Bett. Warte, Dad. Zeigen. Zwei Asse. Was hast du? Dein Vater hat gesagt, geh ins Bett. Ich hab den ganzen Abend geblufft. Du lässt dich von einem 12-Jährigen im Poker schlagen? Er ist 12,5. Was ist denn mit deinem Ohr, Dumbo? Nur eine kleine Schwellung, ganz normal. Mach dir lieber auch noch ein Loch ins andere, sonst fliegst du in Kreisen. Es ist in Ordnung. Hör zu, ich hab was auf dem Herzen. Wenn du nicht bald zum Arzt gehst, hast du es am Ohrläppchen. Hörst du jetzt zu, oder was? Entschuldigung, ich bin ganz Ohr. Nein, das bist ja du. Tja, dann vergessen wir es. Nein, nein, nein. Komm, sag's mir. Es geht um die Frau, mit der ich ausgehe. Hör, das Tochter. Woher weißt du das? Dein Sohn ist so durchschaubar wie eine Sphinx. Aber dich kann ich lesen wie ein Stoppschild. Okay. Ich wollte mich dir gerade offenbaren, aber... Hör auf, komm zur Sache. Du weißt doch noch, wie ich mich in Naomi etwas verguckt habe, als sie schwanger war. Etwas verguckt? Du warst wie ein Affe, der versucht, eine Wassermelone zu vögeln. Darf ich jetzt weitererzählen? Ich will nur die Fakten klären. Weiter. Jedenfalls, nachdem sie das Baby hatte, hielten wir Kontakt und ich lernte sie und das Baby kennen und plötzlich waren sie mir ans Herz gewachsen. Oh Mann, dein Herz ist ja fast so groß wie dein Ohr. Aber du läufst gerade in dieselbe Falle wie immer. Und die wäre? Du bist ein pathologischer Retter. Du hast schon eine dreibeinige Katze angeschleppt, als du noch klein warst. Oh ja, Tippi. Und du hast das kranke Vögelchen gefunden, das du mit einer Pipette wieder gesund gepflegt hast. Und deiner Tippi ist gefressen. Und mit Frauen ist es dasselbe. Ständig suchst du dir diese kaputten, bedürftigen Bräute aus. Du hast recht. Vielleicht habe ich einfach unbewusst die Hoffnung, dass sie mich lieben, wenn ich sie rette. Ja, vielleicht. Oder unbewusst ist dir auch klar, dass jede Frau mit Selbstachtung dich nur nehmen würde, wenn sie dich auf einer Schnitzeljagd findet. Aber wir schweifen ab. Bitte, fahr doch fort mit deiner schicksalhaften Love Story. Naja, ich habe mit Naomi hinter Berthas Rücken rumpossiert und habe ein schlechtes Gewissen. Willst du einen Rat von mir? Vergiss dein Gewissen und geh zu einem Arzt, bevor dem Ding da Zähne wachsen. Findest du nicht, das wäre ehrenhaft, das Bertha zu sagen? Naja, ehrenhaft ist eine Sache. Aber darf ich dich darauf hinweisen, dass Bertha dafür bekannt ist, mit einer Hand den Ofen in die Luft zu hieven? Nur damit sie eine Maus mit der anderen erschlagen kann? Wie ehrenhaft war das wohl für die Maus?
Jetzt red aber doch keinen Unsinn. Bertha wird mich doch nicht körperlich verletzen. Ich hoffe, du hast recht. Langsam genieße ich diese kleinen Unterredungen. Warum zahlst du mir nicht einfach, was du mir schuldest? Ich schulde dir nichts, bis wir fertig sind. Und jetzt würfelst du. Ach, du bist ja ekelhaft. Ich brauche keinen Job, wenn ich zur Army gehe. Du kannst nicht zur Army gehen. Und warum nicht? Weil du auch so schon dusselig genug bist. Naomi, mein Sorgenkind, sie werden sich an sie erinnern. Aber klar erinnere ich mich. Hi. Sie hat heute Bewerbungsgespräche und ich passe auf das Baby auf. Und wie wollen Sie bitte dabei arbeiten? Wer sagt denn, dass ich arbeite? Hey, Alan, sieh mal, wer da ist. Oh, hallo. Hi. Nancy, ja? Naomi. Naomi, klar. Ewig nicht mehr gesehen. Ja, ewig. Und das muss ihr Baby sein. Oh, ist sie nicht süß? Oh, danke. Oh, und da haben wir die stolze Oma. Und wie sie strahlt. Jetzt fresse ich einen Besen samt dem Besenstiel. Auch ich bin schockiert. Sie sind also der Komiker, mit dem sie neuerdings rumzieht? Oh, Alan, wie konntest du nur? Es ist meine Schuld, Mom. Alan wollte es dir sagen. Nein, nein, ich bin verantwortlich. Wenn Sie jemandem was tun wollen, dann mir. Willkommen in der Familie! Aufwachen, du kleine Schlafmütze. Ich hab dir Frühstück gemacht. Wirklich? Willst du erst mal deinen Morgenpipi machen? Nein, ich muss nicht. Ich hab lauter Leckereien für dich. Rühreiweiß, Putenschinken, Roggentoast ohne Butter, koffeinfreien Kaffee. Naja, danke. Du isst zwar wie ein magersüchtiges Model, aber ich will ja nichts sagen. Und was hast du denn mit meiner Kleinen für heute geplant? Vielleicht einen romantischen Strandspaziergang, ein kuscheliges Picknick? Ich könnte euch ein Lunchpaket machen. Naja, Bertha, ich... Oder wie wär's damit? Ich passe auf das Baby auf und ihr verbringt den Nachmittag im Bett, bis ihr schwitzt. So schön sich das auch anhört. Ich hab mich mit Naomi heute gar nicht treffen wollen. Wieso denn? Was habt ihr denn? Oh, bitte sag mir nicht, dass was schief läuft. Ich meine, du bist nichts Besonderes, aber das Beste, was sie je hatte. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Nur muss ich heute arbeiten. Oh, was bin ich doch für ein Dummerle. Naomi hat noch nie jemand mit einem Job gehabt. Jedenfalls keinen, der einen legalen Job hatte. Verstehe. Lass mich wissen, wenn dir was fehlt. Mach ich. Bügelwäsche, Lebensmittel, ich könnte dir das Ohr punktieren. Nein, danke. Ich weiß genau, was ich tue. Ich habe einen Sommer lang Schafe kastriert. Ich werde es mir merken, aber es wird schon wieder. Okay. Du hast eine alte Frau sehr glücklich gemacht, Alan. Wie schön. Bis dann also. Bis dann. Ich bin geliefert. Charlie? Ich bin im Bad, Alan. Ich habe ein ziemlich delikates Problem. Die Antibiotika sind in meiner Sockenschublade. Nein, nein, es geht um Bertha. Sie war lächerlich freundlich zu mir und ich habe Angst, was passiert, wenn ich mit ihrer Tochter Schluss mache. Du kannst doch mit ihrer Tochter nicht Schluss machen. Was willst du mir damit sagen? Naja, du könntest schon, aber... Und was mache ich jetzt? Naomi heiraten, um Bertha zu beruhigen? Ach, du brauchst sie doch nicht zu heiraten. Du musst deiner Beziehung nur ihren natürlichen Lauf lassen. Ihren natürlichen Lauf? Denk mal nach, Alan. Jede Frau, der du nur genug Zeit lässt, wird dich irgendwann verabscheuen. Mein Gott, du hast recht. Das heißt, ich muss die Sache mit Naomi nur aussitzen, bis sie mich hasst? Wie lang kann das dauern? Verdammt, Charlie, schwingen Sie Ihren faulen Arsch aus dem Bett. Hallo, mein Schätzelein. Hi. Ich hab dir ein Lunchpaket für die Arbeit gemacht. Ach, wirklich? Ja. Und eine Schachtel Vitamin E habe ich auch reingelegt. Ein bisschen Kreide auf dein Billardkö für Naomi. Danke. Oh, komm her und lass dich knutschen. Mua.
Oh, Alter, du bist echt geliefert. Eine heiße Schokolade für die stillende Mami. Danke. Und die kleine Britney Pam trinkt einen großen Busaccino. Ja, und sie beißt in die Tasse. Hey. Hast du am Samstagabend was vor? Glaube nicht. Wieso? Weil meine Mom ein großes Familiendinner bei sich veranstalten will. Familiendinner? Für wen denn bitte? Na, für mich, dich, Jake, Charlie, meine Mom, deine Mom. Hört sich ja gut an. Ja, genau. Ja, nur habe ich am Samstag leider schon was vor. Aber du hast doch mich versprochen. Oh, versteh schon. Ich bin nicht gut genug für deine Mutter. Oh, nein, ich mache mir nur Sorgen wegen des Babys. Wieso? Oh, Mann. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber meine Mutter frisst die Seelen kleiner Kinder. Okay, vergiss es. Komm schon, Naomi. Ich meine, findest du nicht, dein Familiendinner ist etwas übereilt? Übereilt? Dann war es für dich wohl auch übereilt, als du dich bei unserem ersten Date durch meinen Still-BH gekaut hast. Nur zu meiner Verteidigung, ich wusste nichts von den Klappen. Und ich dachte, du wärst anders. Ja, das bin ich auch. Von mir sagen alle, Alan ist anders. Nein, bist du nicht. Du bist genau wie alle anderen. Erst wollt ihr sie küssen, dann sollen sie sich verpissen. Naomi, ich wollte... Ich bin nicht mehr so ein Mädchen. Ich bin jetzt Mutter geworden und verlange deshalb, mit Respekt behandelt zu werden. Nein, immer mit der Ruhe, Schatz. Ich respektiere dich doch. Ich dachte nur, dass das Dinner etwas vorzeitig ist. Vorzeitig? Mit vorzeitig hattest du bei unserem ersten Date doch keine Probleme, als du mir einen wundervollen Sweater ruiniert hast. Weißt du was? Samstag ist gut. Natürlich kommen wir alle zum Dinner. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Was ist? Noch nie eine kreischende Frau mit nackten Möpsen gesehen? Es ist einfach demütigend. Mom. Von mir aus kannst du ja die Haushaltshilfe vögeln, Alan. Aber mit ihr essen, das geht so weit. Jake, hast du die Kopfhörer auf? Nein. Na los, hör dir was an. Naomi ist nicht die Haushaltshilfe. Oh, verzeih mir, sie ist die brünstige Tochter der Haushaltshilfe. Von Charlie wäre sowas ja zu erwarten gewesen. Er würde ein Käsesandwich bespringen. Danke, Mom. Keine Ursache, Schatz. Und was um Himmels Willen ist eigentlich mit deinem Ohr? Das ist schon in Ordnung. Es sieht aus wie eine Kirschtomate. Seine Freundin findet es verdammt sexy. Mach dir keine Sorgen. Du wirst heute Abend am Tisch nicht der Einzige mit einer galoppierenden Infektion sein. Es ist nicht infiziert. Das Monstrum lebt, Alan. Hör zu, Mom. Es gibt keinen Grund, auf Naomi herabzublicken. Ihre Mom und sie sind einfache und schwer arbeitende Menschen. Oh, entschuldige bitte. Ich finde es schäbig, mit leeren Händen zu kommen. Halten wir doch lieber an und kaufen eine Tüte Wein und eine Spraydose Käse. Mom, heute Abend bist du ja gut drauf. Die neuen Pillen kommen gut mit Alkohol. Ich fürchte, das war keine gute Idee. Charlie, hast du ihm nicht gesagt, dass das das schwule Ohr ist? Dieses Geschirr finde ich sehr schön. Ich habe Charlie das gleiche zum Geburtstag geschenkt. Ja, und er hat's mir geschenkt. Nächstes Jahr will er eine Grillpfanne. Du hast mein Geschirr verschenkt. Bleib fair, Mom. Ich habe es dir geschenkt. Und, Bertha? Schönes Haus. Wann führen Sie uns rum? Waren Sie schon auf der Toilette? Ja. Das war die Führung. Oh, okay. Ich will einen Toast ausbringen. Oh, gut. Ein Grund zum Trinken. Auf Naomi und Alan. Gott sei Dank haben sie sich gefunden. Denn seien wir ehrlich, sie hatten nicht mehr allzu viele Chancen. Wartet. Ich hätte vielleicht noch ein Addendum zu dem Toast. Einen Nebensatz, wenn ihr so wollt. Wiewohl Naomi und ich gerne beieinander sind, gehen wir doch sehr langsam und vorsichtig aufeinander zu. Außer beim Sex. Alles am richtigen Platz. Und wenn Zeit dafür ist. Ja, ich wünschte, du hättest mehr Zeit und würdest auf den richtigen Platz zielen. Oh Gott, gib mir die Kurve. Jake? Kopfhörer. Braves Kind. Entschuldigt bitte. Ich würde gern ein paar Worte sagen, bevor wir den Tisch zusammenklappen und mit dem Square Dance anfangen. Alan, du bist mein Sohn und ich liebe dich. Aber ich bin fertig mit dir. Was?
Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich muss dich loslassen. Ach, so geht das. Haben Sie noch eine Tochter, Bertha? Naomi, bist du da drin? Hector? Verschwinde, wir sind nicht daheim. Oh, Mom! Wenn der Loser auch nur einen Fuß über meine Schwelle setzt, hole ich meine Schrotflinte raus. Na wunderbar, jetzt geraten wir noch in einen billigen Western. Was willst du denn hier? Ich bin hier, um zu sehen, meine Tochter. Ist sie das? Kann dir ja egal sein, du bist doch abgehauen. Nein, bin ich nicht. Wir sind nicht mehr gekommen über Grenze zurück. Ich spiele verrückt wegen dieser verdammten Araber. Warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe doch. Deine Mutter ist nicht an dir ausgerichtet? Ups. Oh, Hector, du hast mir so gefehlt. Du mich auch. Alan, ja? Jetzt hat deine Beziehung ihren natürlichen Verlauf genommen. Sie hasst mich noch nicht. Sie ist... Ein Toast auf Hector und Naomi. Mögen sie sich ewig lieben. Salut. Auf euch. Haben Sie was, Amor? Ich bin schwul. Bertha! Stören Sie mich nicht, Charlie. Ich hatte eine harte Nacht. Warum sind Sie nicht zu Hause geblieben, wenn Sie so müde sind? Soll das ein Witz sein? Hector hat seine ganze Familie angeschleppt, damit sie das Baby sehen. Es ist wie die Schlacht von Alamo. Nur damit Sie es wissen, ich konnte auch nicht viel schlafen. Alan ist im Auto das Ohr geplatzt. Ich musste ihn zur Notaufnahme bringen. Ist er okay? Ja, Sie haben das Ohrläppchen retten können, aber als ein schwules Ohr wird es garantiert nicht mehr durchgehen. Oh. Na schön. Angenehme Träume. Ihnen auch.